Wir klappern gerade spontan die Campingplätze bei uns in der Nähe ab. Der erste war voll schön, es wäre aber auch der, der am weitesten weg wäre. Aber ja, erst dachten wir, die sehen das voll locker, weil voll viele da richtig krasse Sachen gebaut haben, also die Dauercamper. Aber als wir dann ihm ein Foto gezeigt haben von Tiny House, meint er, ja nee, sowas bei uns nicht zulässig. Punkt. Okay, jetzt probieren wir es beim nächsten. Drei haben wir zur Auswahl. Mal gucken. Wir gucken halt jetzt dumm, wenn alle drei Nein sagen. Dann müssen wir uns was anderes überlegen, weil das war jetzt eigentlich schon so eine gute Idee, einfach als Dauercamper auf den Campingplatz zu gehen. So, Campingplatz 2 war das jetzt. Nochmal ernüchternd. Also, ja, er war erstmal nicht begeistert von den 4 Metern, weil man nimmt ja allen Nachbarn die Sonne. Und eigentlich ist ja auch nicht zulässig. Und die Stadt sei wahrscheinlich auch nicht begeistert, aber dann hat er gemeint, ja, man könnte es vielleicht abklären mit der Stadt, ob das geht. Aber als wir dann gesagt haben, dass wir ganzjährig da dauerhaft drin wohnen wollen, dann hat er gesagt, nee, irgendwie haben sie da so ein bestimmtes Kontingent an Plätzen für ganzjähriges Dauercamping, was sie halt nicht überschreiten wollen. Und da haben sie wohl eine Warteliste und so. Ja, und begeistert war er ja sowieso nicht davon. Jetzt haben wir noch eine Chance, einen Campingplatz in der Nähe. Vielleicht klappt es ja da oder vielleicht könnte es da ja klappen. So, jetzt waren wir beim letzten Campingplatz, der auch am nächsten bei uns daheim ist. Und der war jetzt erstmal nicht abgeneigt. Der hat gesagt, ich finde es eigentlich ganz cool. Und ja, das und das müsste man halt beachten. Und er fragt jetzt mal nach. Muss jemand anrufen? Wir sollen ihn dann nächste Woche nochmal anrufen und nachfragen, was der gesagt hat, ob das jetzt geht oder nicht. Cool, wir freuen uns voll. Also das wäre echt gut, wenn es klappt. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Video. Drückt uns auf jeden Fall die Daumen, dass es klappt.